Viele dieser Minderheiten wurden bis in die jüngste Vergangenheit hinein von der nationalstaatlichen Obrigkeit unterdrückt. Trotzdem haben die Völker ihr altes Kulturgut bewahrt. Eine dieser Minderheiten sind die Samen, früher bekannt unter der Bezeichnung Lappen, die sich über 3 skandinavische Länder und die Kola-Halbinsel verteilen. Unser Autor, Einar Schlereth, hat die Samen, das Volk unterm Nordlicht, besucht und beschrieben. Samen, wie bitte, was ist denn das? Diese Frage bekam ich oft zu hören, wenn ich sagte, dass ich in das Land der Samen fahren würde. Manche hatten eine ungefähre Vorstellung, sobald ich erklärte, dass es sich um die Gegend handle, die früher als das Lappland bezeichnet wurde. Nun, korrekt heißt es Land der Samen. Schließlich möchten wir Deutsche auch nicht als Bosch oder Krauts bezeichnet werden. Gleichwohl sind unsere Vorstellungen von den Samen eher rudimentär. Bunte Kleider, Rentiere, Nordlicht. Und damit erschöpft sich schon unser Wissen. Dabei hatte es im 18. Jahrhundert geradezu eine Bücherschwemme über Lappland, wie es damals noch allgemein hieß, gegeben. Angefangen mit dem berühmten Buch Lappländische Reise von Carl von Linné, für die Schweden ein Klassiker, das aber auch Goethe zu seinen Lieblingswerken zählte. Danach riss der Strom der Geographen, Geologen, Ethnographen, Mathematiker oder einfach Abenteurer nicht mehr ab, die den äußersten Norden Europas besuchten. Zu Anfang möchte ich 3 Momente herausgreifen, die mir typisch erscheinen für die Besonderheit dieser liebenswerten und friedfertigen Menschen. Robert Crotet erzählt in einem seiner vielen Bücher über die Samen und ihr Land eine entzückende Anekdote. Die Skoltlappen waren im Krieg aus ihrer russischen Heimat nach Finnland vertrieben und in bittere Armut gestürzt worden. Crotet konnte durch eine große Kampagne in England genügend Geld auftreiben, um sie am Inari-See neu anzusiedeln und ihnen eine Existenzgrundlage zu verschaffen. Crotet schlug vor, die Grundstücke in 3 Kilometer Entfernung voneinander abzustecken. Die Samen waren entrüstet. Das geht nicht. Dabei kommt ja jeder mit, was beim Nachbarn vor sich geht. Das ist unmoralisch. Es müssen mindestens 10 Kilometer Abstand sein. Einigen tat man sich schließlich auf 5 Kilometer. Voller Zärtlichkeit, Wehmut und Humor sind die Märchen und Legenden der Samen, in denen auffallend wenig von Gewalt die Rede ist, umso mehr von Tieren, was auf die enge Verbundenheit der Samen mit der Natur hinweist. Hinreißend finde ich ihre Schöpfungslegende. Beje Neta, die Tochter der Sonne und Stammmutter des Volkes diesseits des Lichts, verlässt ihre Kinder und bereitet sich auf ihre letzte Reise vor. Die Sonne versinkt, die Nacht kommt. Dunkelheit fällt auf die Erde übers schöne Samenland. Niemand weiß, wann Morgen kommt. Die Kinder des Lichts reisen im Dunkel. Niemand weiß, wann Morgen kommt. Die Sonne versinkt. Beje Neta fliegt wieder zum Licht empor, das sie zur Sonne heimführt. Niemand weiß, wann Morgen kommt. Und wenn jemand weiß, wann und was Morgen kommt, dann sind es manche Samen, die die Gabe des zweiten Gesichts haben. Ebenfalls Crotet erzählt von einem Freund, ein Analphabet, der ein Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg vorausgesagt habe, indem er die Hand auf den Kopf eines seiner Rentiere legte. Bald wird es anderen gehören. Wir werden alle unsere Herden verlieren, all unseren Besitz. Petsamo und unser altes Suunjel werden nicht mehr zu Finnland gehören. Mehr als 1/3 unserer Männer werden als Soldaten in das große Schweigen eingehen. Nur die Wölfe werden um ihre Gräber streichen. Und genau das war es auch, was ich als erstes in Kautokeino von einem Norweger zu hören bekam, noch bevor ich den samischen Künstler anrufen konnte, dessen Adresse ich von Freunden in Stockholm erhalten hatte. Sie wissen doch, dass die Deutschen bei ihrem Rückzug 1944 bis 1945 fast alle Häuser in der ganzen Finnmark zerstört und verbrannt haben? Ein Same würde niemals die Sprache darauf bringen, weil man außerordentlich höflich ist. Die Samen sind ein kleines Volk. Schätzungen schwanken zwischen 35 und 60.000, je nachdem, ob sie von Seiten der Regierung oder der Samen kommen. 60.000 sind wahrscheinlicher. Davon 40.000 in Norwegen, 15.000 in Schweden, 3.000 in Finnland und 2.000 in Russland. Die Vor- und Frühgeschichte der Samen ist immer noch weitgehend dunkel.
weil erst in jüngster Zeit mit archäologischen Ausgrabungen begonnen wurde. Da die Samen mit Bronze gar nicht in Berührung kamen und mit Eisen erst sehr spät, ist es verständlich, dass aus ihrer frühen Jägerkultur nur wenig erhalten ist. Außerdem liegt eins der frühen Siedlungsgebiete an der nordnorwegischen Küste, die möglicherweise sogar in der Eiszeit eisfrei war, heute unter Wasser, weil sich das Festland inzwischen um über 100 Meter gesenkt hat. Zwar ist vor einigen Jahren in Vuollerim, direkt am Polarkreis, eine sehr gut erhaltene, 6000 Jahre alte Siedlung ausgegraben worden, mit Langhäusern, ähnlich denen, die von den Irokesen verwandt wurden, mit einem avancierten Heizsystem und den typischen Werkzeugen einer Jäger- und Sammlerkultur, doch inwieweit sie mit den Samen zusammenhängt, konnte noch nicht geklärt werden. In Härjedalen, mitten in Schweden, wurden kürzlich Funde gemacht, die beweisen, dass dort schon im Jahr 1000 vor unserer Zeit Samen lebten. Auch schriftliche Hinweise sind spärlich. So finden sich bei Tacitus, kurz nach Beginn unserer Zeitrechnung, ein paar Hinweise auf die Sitonen. 555 unserer Zeitrechnung werden sie vom Byzantiner Prokopius erwähnt. Im 9. Jahrhundert gibt der reiche Kaufmann Ottar seinem König Alfred dem Großen von England einen recht ausführlichen Bericht über die Samen, und im 14. Jahrhundert spricht der marokkanische Weltreisende Ibn Battuta von ihnen. Der erste kompetente Bericht aus eigener Anschauung stammt von Olaus Magnus in seiner 1555 erschienenen großen Geschichte der nordischen Völker. Als sicher gilt lediglich, dass die Samen schon seit Jahrtausenden an ihren heutigen Siedlungsplätzen leben, die früher allerdings den größten Teil Skandinaviens und Finnlands sowie Karelien und die Kola-Halbinsel umfassten. Auch ihre Sprache gibt bis heute noch Rätsel auf. Zwar gehören alle samischen Hauptsprachen zu den finnisch-ugrischen Sprachen, die wiederum mit Samojedisch eine uralte Sprachfamilie bilden. Doch ist bis heute nicht sicher, ob die Samen die Sprache der alten Finnen übernommen haben oder ob sie eine alte samojedische Sprache sprechen, die viele finnische Lehnworte enthält. Wie allerdings umgekehrt auch das Finnische viele samische Lehnworte aufweist. Ab dem 5. Jahrhundert wurden die Samen im Osten durch die Finnen immer weiter nach Norden gedrängt. Und in Skandinavien wurden sie von der Küste des Botnischen Meerbusens vertrieben. Ein großer Teil der Samen wird durch den Kontakt mit den Wikingern zu sesshaften Bauern und Fischern und gefragten Bootsbauern. Dieser Kontakt verläuft aber keineswegs nur friedlich. Die norwegischen Könige machten sich die Samen schon im frühen Mittelalter bis zur Kola-Halbinsel mit Waffengewalt tributpflichtig. Die Steuererheber trachteten nach den Produkten der Wälder und der Einöde, vor allem nach Fellen von Pelztieren wie Marder, Biber und Eichhörnchen, außerdem nach Daunen, Fleisch, Fisch und an der Küste nach Produkten der Seehunde, Wale und Walrosse. Wie begehrt die Produkte der Samen waren, lässt sich daran ermessen, dass nach und nach auch die Steuereintreiber des Zaren und des schwedischen Königs im Norden auftauchten und sich nicht selten in die Haare gerieten. Man kann sich fragen, wie die Samen drei Steuerherren überleben konnten, wo im übrigen Europa die Bauern meist schon an einem mehr als genug hatten und oft daran zugrunde gingen. Nun, das liegt einfach an den ungeheuren Weiten und der extremen Unwirtlichkeit des Landes und seiner Gebirge, das für normale Sterbliche überhaupt nur während ein paar kurzer Sommermonate zugänglich war. Sicherlich konnten sich viele Samen den Steuereintreibern entziehen. Außerdem hatten diese auch ein gewisses Interesse daran, den Bogen nicht zu überspannen, weil die Reichtümer des Landes eben nur durch die Samen zu gewinnen waren. Es scheint, dass die Samen erst durch den zunehmenden Steuerdruck im 15. und 16. Jahrhundert zu Rentierzüchtern geworden sind. Der Schreckensherrschaft der Birkala, der schwedischen Steuereintreiber, wurde erst durch Gustav Vasa und seinen Sohn Karl dem 9. Einhalt geboten. Die Besteuerung wurde in geregelte Bahnen gelenkt und auf die Vergewaltigung samischer Jungfrauen wurde die Todesstrafe gesetzt. Andererseits wurde die Christianisierung durch Karl den 9. verschärft, nachdem schon mehrere frühe Versuche weitgehend fehlgeschlagen waren. Die Götzenanbetung wurde mit strengen Strafen belegt. Alle Opferplätze der Samen wurden zerstört. Man nahm ihnen ihre Weissagungstrommeln weg, die heiligen Instrumente des Nuaiden. Wehe dem, der mit einer Weissagungstrommel angetroffen wurde. Der Arme wurde aufs Rad geflochten oder auf die Streckbank gelegt. Oder man schlug im Winter zwei Löcher ins Eis und zog den gottlosen Samen an einem Strick unter dem Eis hin und her.
Die Obrigkeit nutzte jedes Mittel, die Samen zum Gehorsam als Steuerzahler zu zwingen. Oft genug zum Wohl der Krone, etwa durch Sklavenarbeit in den Silbergruben oder anderswo. Nun ja, man kennt ja die erbaulichen Geschichten, wie die Religion der Liebe mit Nichtgläubigen in der ganzen Welt verfahren ist. Zu ihrem Glück sind die Samen erst vor etwa 200 Jahren mehr oder weniger zum wahren Glauben bekehrt worden, eher weniger, weshalb er auch nicht allzu tief gedrungen ist. Zwar entstand im 19. Jahrhundert unter den Samen eine christliche Erweckungsbewegung, die Lestadianer, die sich sogar international ausbreitete, aber sie war eigentlich, wie bei vielen anderen unterdrückten Völkern auch, nur Mittel zum Zweck, und zwar eine Widerstandsbewegung gegen die schwedische Bevormundung. Der intensiven Ausbeutung der großen Reichtümer des Landes an Erzen, Wald und Wasserkraft standen lange fehlende Transportmöglichkeiten und die Unwirtlichkeit des Klimas entgegen. Diese konnten erst durch die moderne Technologie überwunden werden. Die Kolonisierung, die schon nach der endgültigen Grenzregelung mit Dänemark, Finnland und Russland Ende des 18. Jahrhunderts einsetzte, nahm durch die Industrialisierung und vor allem den Eisenbahnbau zwischen 1880 und 1900 enorm zu. Damit ging sowohl in Norwegen als auch in Schweden eine massive Norwegisierung bzw. Schwedisierung der Samen einher, mit stark rassistischen Einschlägen. Seine Entsprechung findet dieses Phänomen in der Literatur über die Samen. Waren die frühen Werke von Linné etwa oder von Schäffer geprägt von Neugierde, Interesse und ganz normaler Menschlichkeit, so fällt in Werken des 19. Jahrhunderts die Überheblichkeit und Verächtlichmachung unmittelbar ins Auge. Linné konnte sich noch über die Diskriminierung der Samen empören. Hierfür zahlen sie, die schwedischen Fischer, an die Krone keine Steuern. Auch nicht an den Lappen, dem das Gewässer gehört, welchen sie davontreiben, obwohl er seine Steuern zahlt. Er wagt noch nicht einmal das kleinste Netz dort auszulegen, denn dann ziehen sie es heraus und werfen es in die Bäume. Der arme Lappe, der zu dieser Zeit selbst ausschließlich von Fisch leben und seinen Haushalt unterhalten muss, hat jetzt kaum ein oder zwei Fische. Ich fragte, weshalb er nicht klage, aber er sagte, er habe sich einmal bei der Obrigkeit erkundigt, die aber habe das eine Lappalie genannt. Er ehrt seinen König wie Gott, glaubt jedoch, dass der König, falls er wüsste, was geschehe, es nicht dulden würde. 100 Jahre später schrieb ein Herr Melin in einem großen Prachtband über Schweden mit einem besonderen Kapitel über die Samen: Die Lebensweise der Lappen ist patriarchalisch. Seine Natur ist wild und wäre vielleicht sogar gewalttätig, wenn er nicht obendrein feig wäre. Irgendwelcher höheren Gefühle scheint er selten oder nie fähig zu sein. Alle Heiraten geschehen nur aufgrund von Berechnung des Vermögens. Nicht einmal seine Festtagstracht kann seine Unsauberkeit verbergen, und er ist dem Suff und Branntwein so ergeben, dass er zu allem fähig ist. Obwohl der schwedische Staat im 19. Jahrhundert mit mehreren Gesetzen die Samen und ihr Land zu schützen vorgab, ging die Kolonisierung und Ausbeutung doch unvermindert weiter. Bald wurden die Samen überall in ihrem Land zur Minderheit, die vom Staat obendrein effektiv gespalten wurde. Man teilte die Samen in Rentierzüchter und Übrige ein, wobei nur den Rentierzüchtern Nutzungsrechte an Land und Wasser eingeräumt wurden, was 1971 nochmals bestätigt wurde. Die Übrigen, die immerhin weit über 80% der Samenbevölkerung ausmachen und im Bergbau, in der Forstwirtschaft oder sonst wie beschäftigt sind, schloss man von diesem Recht aus. Das Recht auf Besitz von ihrem eigenen Grund und Boden wurde den Samen in einem aufsehenerregenden Prozess 1981 erneut abgesprochen. Ganz anders hingegen in Norwegen. In Norwegen gibt es eine Organisation für alle Samen und eine für Rentierzüchter. Denn viele Samen in Norwegen sind Fischer und Kleinlandwirte. Auf Landesebene arbeiten beide Organisationen zusammen. Dieses System hat die samische Bewegung nicht geschwächt, eher umgekehrt. Die Interessen der Rentierzüchter sind mit der gesamtsamischen Frage in Beziehung gesetzt worden. Indem mehrere Samengruppen in den Kampf einbezogen werden konnten, konnte auch mehr Druck entfaltet werden. Daher ist die Gleichberechtigung in Norwegen auch am weitesten gediehen. Schon 1969 erhielten die Samen das Recht auf 6-jährige Grundschulausbildung in ihrer Muttersprache. Dieses Recht wurde schrittweise ausgedehnt. Es wurden mehrere Institute zur Ausbildung von Lehrern geschaffen, und an der Uni Tromsø wurde eine Professur für Samen eingerichtet. 1989 wurde das Samenparlament geschaffen.
In Radio und Fernsehen wurden den Samen Sendezeiten eingeräumt. Anders in Finnland. Dort gibt es zwar schon seit 1976 ein Samenparlament, wurde samischer Unterricht immerhin seit 1970 gestattet, doch gibt es keine gesonderten Schulen für Samen. Die Sendezeiten in den verschiedenen samischen Sprachen waren allerdings schon vor geraumer Zeit in Finnland so lang wie heute in Norwegen. Die Politik gegenüber den überwiegend rentierzüchtenden Samen war insgesamt etwas liberaler als in Norwegen und Schweden. Am repressivsten sind die Schweden gegen die Samen vorgegangen. Verbot ihrer Muttersprache, Verbot landwirtschaftlicher Betätigung bis hin zu Zwangsumsiedlungen noch im 20. Jahrhundert. Die politischen Erfolge der Samen in Norwegen führten 1973 zur Gründung des Nordischen Sameninstituts in Kautokeino, in dem die drei nordischen Staaten zusammenarbeiten. Schweden geriet in Zugzwang. Den Samen wurde für ihre Kinder Unterricht in ihrer Muttersprache zugestanden. In Jokkmokk wurde eine Volkshochschule für ältere Kinder und Erwachsene gegründet. Eine Samenabteilung an der Universität von Luleå geschaffen, ihnen wurden Sendezeiten in Fernsehen und Radio eingeräumt und für 1993 ist die Errichtung eines Samenparlaments vorgesehen. In Russland wurden die Samen, zum allergrößten Teil Rentierzüchter, schon zu Zeiten des Zaren als ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in den arktischen Regionen angesehen. Sie durften ihre kulturellen und sozialen Strukturen beibehalten, solange sie ihre Rolle als Steuerzahler, Pelz- und Fleischlieferanten ausfüllten. Daran wurde selbst unter der Sowjetherrschaft nicht gerüttelt, auch wenn sich die ökonomischen Strukturen änderten, indem etwa die Herden in Sofrosen zusammengefasst wurden. Und Kontakte zum Westen waren natürlich auch verboten. Diese belebten sich erst wieder seit den Umwälzungen in Russland. Die im zähen Kleinkrieg errungenen Erfolge der vergangenen anderthalb Jahrzehnte haben einerseits das Selbstbewusstsein der Samen entschieden gestärkt und haben andererseits zu einem Aufschwung der kulturellen Aktivitäten geführt. Wozu auch die vierte Weltkonferenz der Ureinwohner 1988 in Karesuando und die siebte Weltkonferenz des Rates der Ureinwohner 1990 in Tromsø beigetragen haben. Ein unverwechselbarer Bestandteil der samischen Kultur ist das Joiken. Musikgruppen, die auf den Joik zurückgreifen und sich davon inspirieren lassen, haben heute großen, oft internationalen Erfolg, wie etwa die Sängerin Mari Boine. Obwohl das eigentlich mit dem ursprünglichen Joik nichts mehr zu tun hat. Die samische Musik war eng mit der Schamanenreligion verknüpft. Der Schamane bediente sich des Joik, um in Ekstase zu geraten und Botschaften zwischen den verschiedenen Welten der Samen herzustellen. Später wurde der Joik Allgemeingut, wobei neue Joiks meist von Frauen geschaffen wurden. Es waren aus dem Stegreif gedichtete Texte mit variierendem Rhythmus, ähnlich den Bersolari der Basken, allerdings nicht im musikalischen Sinne. Der bekannte Joik-Sänger Niels Thomas Parfa beschreibt den Joik. Kurz gesagt gibt es einen Joik zu jedem Lebensaspekt eines Samen. Ungefähr die Hälfte aller Joiks handelt von Menschen. Viele erhalten bei ihrer Geburt einen persönlichen Joik. Es gibt Liebesjoiks und Joiks von Rentieren, Bären, Wölfen oder Vögeln oder von der Natur überhaupt, den Bergen, Seen, dem Nordlicht. Durch die Musik wurde die Kommunikation über die gewöhnliche Sprache hinaus gestärkt. Und der Joik war eine Art, derer zu gedenken, die man liebte. Aber heute haben es die meisten verlernt oder konnten es nie. Der Joik als lebendige Musiktradition ist am Aussterben. Er wird zu etwas, womit sich tüchtige Musiker und Dichter beschäftigen. Eine neue Kunstart hingegen erlebt einen enormen Aufschwung, das Theater. Seit circa 10 Jahren wurden in allen 3 skandinavischen Ländern Theatergruppen gebildet, die teilweise außerordentliche Erfolge verbuchen. Zu den bekanntesten gehört das Beaivas-Theater in Kautokeino, das inzwischen von Oslo als Nationaltheater anerkannt worden ist. Ich fragte den Schauspieler Ailu Gupp und den Theaterdirektor Haukure Gunnarsson, ob sie auch finanziell dem norwegischen Theater gleichgestellt seien. So wie er definiert, somit Nationalansvar. Es gibt Unterschiede. Wir werden ja als eins der 3 Nationaltheater definiert und bekommen Unterstützung vom Staat, aber nicht von der Kommune. Während die anderen Regionaltheater vom Staat mit 60% und von der Fylke, vom Land, mit 40% unterstützt werden. Wendet ihr euch mit euren Stücken primär an die samische oder an die gesamte Bevölkerung? Hovedspråket har jo vært
Samikella, Samisk Språk. In der Hauptsache spielen wir auf Samisch. Das ist doch von Anfang an unser Ziel gewesen. Es ist natürlich nicht ganz einfach, das samische Milieu zu dramatisieren, aber wir spielen ja auch Klassiker. Wenn wir in einer anderen Sprache spielen, dann aus speziellen Gründen, zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit nicht-samischen Gruppen, wie im Fall von Der gute Mensch von Sechuan von Brecht. Aber Tschechow und Garcia Lorca haben wir auf Samisch gespielt. Was macht ihr augenblicklich? Wir haben ein Stück in Auftrag gegeben. Es wird ein Jugendmusical. Darin sollen Probleme aufgegriffen werden, die gegenwärtig unter der Jugend aktuell sind. Wie die Haltung zu Fremden, zu den Eltern, zur Homosexualität. Also nicht speziell samisch, sondern mit einer eher allgemeinen Problematik. Ein anderes Stück, ebenfalls eine Auftragsarbeit, handelt von dem großen samischen Verfasser Johan Turi und seiner Begegnung mit der dänischen Künstlerin Emilie Demand. Dann haben wir ein Stück gemacht, das die tausendjährige Geschichte der Samen behandelte. Es dauerte 2 Stunden, ein Zweiakter. Wir zeigten mit Symbolen, Bewegungen, durch die Szenografie, mit Requisiten und Kostümen, die Begegnung der Samen mit anderen Völkern, den Zusammenstoß. Wie die Samen mit Alkohol, mit der Bibel, mit Militär und Krieg konfrontiert wurden. War es erfolgreich? Oh ja, als wir es in Estland spielten, hielt der Applaus 15 Minuten lang an. Nun sind die Esten noch ein sehr kulturbewusstes Volk. Auch der erfolgreiche schwedische Schriftsteller Torbjörn Säve, gewissermaßen eine neutrale Stimme, schwärmte. Die beste Theatervorstellung, die jemals in Luleå gezeigt worden ist, das war eine samische Aufführung. 8 Minuten vor der Sonne hieß das Stück. Ein unerhört suggestives Stück. Die waren viel besser als das riesige Ensemble, das es hier am Theater gibt. Und das waren nur 4 Leute auf der Bühne und sie hatten einen kanadischen Indianer als Choreografen dabei. Norman Charles. Zu dem heutigen starken Selbstbewusstsein der Samen hat auch das Aufblühen der samischen Literatur beigetragen. Von Johan Turi, der um die Jahrhundertwende schrieb und bereits zu den Klassikern gehört, war schon die Rede. Sowohl er als auch der jüngere Nils Skum waren nicht nur Autoren, sondern auch Maler. Und beide wurden international bekannt. Neben sie ist eine neue Generation von Schriftstellern getreten, die die Kulturpolitik der skandinavischen Länder offensiv mitbestimmt. Zu ihnen gehören Per Idi Vuorma, Paulus Utsi und vor allem Mai Doris Rimpi, die kürzlich den großen nordischen Literaturpreis erhalten hat und in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde, außer ins Deutsche. Torbjörn Säve war bei der Gründung des Schriftstellerverbandes Nordkalotten im norwegischen Moirana anwesend und berichtet. Dort war die samische Schriftstellerdelegation aus Norwegen sehr stark. Die bestimmten das ganze Treffen. Wir haben ihre 2 oder 3 eigenen Verlage und so etwas gibt es nicht für die schwedischen Samen. Die Samen hier müssen ihre Bücher auf norwegischer Seite drucken lassen. Grundlage jeder Kultur ist natürlich die Sprache. Und gerade hier gibt es aufgrund der jahrhundertelangen Unterdrückung noch gewaltige Defizite. Ich fragte Asta Balto, die Direktorin des samischen Erziehungsrates in Kautokeino, mit welchen Problemen sie hauptsächlich zu kämpfen hätten. Das, was die problematische Praxis macht, ist, dass... In der Praxis ist problematisch, dass viele Samen ihre Sprache ganz verloren haben. Positiv ist, dass die Eltern, die nicht mehr samisch können, ihre Kinder samisch lernen lassen wollen. Und sie können verlangen, dass sie in samisch unterrichtet werden. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Hier in Kautokeino und Karasjok ja, aber es gibt Gebiete in Tromsø, wo es nicht so leicht ist. Das Schulgesetz gibt den samischen Kindern kein individuelles Recht auf Unterricht in samisch. Deshalb ist die Gleichberechtigung auch noch nicht vollständig. Wie steht es mit den Inhalten? Werden die heute von den Samen bestimmt? Das fällt nach wie vor unter norwegische Oberhoheit. Wir sind nur ein beratendes Organ für das norwegische Unterrichtsministerium. Aber es wird überlegt, ob wir nicht direkt dem Samenparlament unterstellt werden sollen. Außerdem haben wir noch einen erheblichen Mangel an eigenen, qualifizierten Leuten. Es gibt noch sehr viel zu tun. Dieselbe Frage diskutierte ich auch mit Synnøve Sulbakk, Pressechefin des Samenparlamentes. Sametinget har jobbat då med väldigt mycket näringssaker, rendrift och fiske. Das Samenparlament hat versucht, in das Samengesetz Regelungen aufzunehmen, die die samische Sprache in Norwegen erhalten und weiterentwickeln sollen. Zudem haben wir uns mit Kultur- und Unterrichtsfragen beschäftigt. Wie sieht es mit der Gleichberechtigung in der Arbeitswelt aus? Hier in den samischen Kerngebieten ist es so, dass sobald man nur samisch schreiben kann, so wird man zu einer begehrten Arbeitskraft.
Durch das Samisch-Sprachgesetz, das öffentliche Organe verpflichtet, Samisch zu benutzen, damit sich die Leute in ihrer Sprache an die Ämter wenden können, muss man Leute anstellen, die Samisch können. Was Spezialisten angeht, da sind die Norweger uns nach wie vor voraus. Aber in unserer Gesellschaft sind es jetzt vor allem die jungen Mädchen, die lernen und studieren, während die Jungs zu Hause sitzen und von der Rentierzucht träumen, die ja keine große Zukunft hat. Deshalb haben wir unter den jungen männlichen Samen eine große Arbeitslosigkeit. Die Mädchen sind anpassungsfähiger. Die gehen fort, reisen ins Ausland, machen akademische Titel und erhalten sofort einen Job, wenn sie zurückkommen. Man könnte schon von Klassenunterschieden sprechen, von einem Frauenadel. Aber die Frauen haben ja aus Tradition immer eine zentrale Rolle in der samischen Gesellschaft gespielt. Wird eigentlich vom Sameting eine Autonomie oder gar Unabhängigkeit angestrebt? Unabhängigkeit nein, aber nach mehr oder weniger Autonomie schon. Aber es ist nicht so leicht für die Samen, wie es zum Beispiel für die Grönländer ist. Wir wohnen nun einmal nicht auf einer Insel. Und Samen gibt es ja in ganz Norwegen, im Süden, überall. Das ist ja nicht nur die Finnmark. Vielleicht lässt sich das auch durch andere Mittel erreichen. Und wir wollen uns ja auch nicht von der übrigen Bevölkerung ausgrenzen. Über diese vorsichtigen Formulierungen konnte Torbjörn Säfe nur lachen. Er meinte, das Sameting ist ja eine Institution, der die Hände gebunden sind. Von der großen Macht, so kann man sagen. Das betrifft sowohl Oslo als auch Stockholm, denn auf schwedischer Seite ist es genauso. Es ist schon in den Voraussetzungen festgeschrieben, damit sie überhaupt existieren können. Was sich außerhalb des Sametings und des Same-Instituts bewegt, das sind die Freiberufler, insbesondere auf der kulturellen Seite. Das sind die Progressiven und die denken viel über die Unabhängigkeit nach. Wie weit sind denn die Pläne für ein vereinigtes, unabhängiges Samenland gediehen? Diese Diskussion ist ja erst vor etwa einem Jahr in Gang gekommen. Dass man davon noch nicht viel bemerkt, liegt daran, dass es so verdammt schwierig ist. Man sieht ja, was bei den Staatsgründungen jetzt überall herauskommt, zu welch teuflischem Chaos das führt. Wenn sich die Teilstaaten abtrennen in der alten Sowjetunion. Wir müssen vermeiden, solche Fehler zu begehen, und deshalb gehen wir die Frage langsam an. Und wir fangen bei der Kultur an. Aber hier oben ist das schon zu einem neuen Volksvergnügen geworden. Abends noch ein paar Grogs werden die Landkarten hervorgeholt und man schaut sich Nordkalotten an und dann geht es los. Ja, man könnte die Grenze vielleicht hier ziehen oder lieber dort. So groß ist das Interesse jetzt schon. Und eins ist sicher, in die EG oder eine Europäische Union, eine militärische Großmacht, möchte hier oben keiner. Historisch gesehen ist Nordkalotten immer eine ökologische und kulturelle Einheit gewesen, die sprachlich durch das Nordsamische zusammengehalten wurde. Und vor 1673 gab es hier ja keine Grenzen. Da gab es den freien Austausch. Dann kam Stockholm und sagte, jetzt muss euer Handel über Stockholm laufen. Der sogenannte botnische Handelszwang. Und von jenem Tag an haben wir es hier oben nicht mehr so lustig gehabt. Seit jenem Tag haben sie uns alles genommen. Erz, Wasser, Wald, alles. Es wäre die Wiederherstellung eines möglichen Paradieses. Es el pasito go con la nave go lo 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 lo. Das war die Sendung Das Volk unterm Nordlicht von Einar Schleret. Es sprachen Angelika Wuckert, Burkhard Klausner, Harald Pages, Peter Weiß und Helgo Liebig. Die Regie hatte Carlo Schultheiß. Redaktion Achim D. Möller. Sie hörten eine Sendung des Bildungsprogramms.